Nun sind sie, und daran ist gar nichts mehr zu ändern, verheiratet. Also zuerst meine herzlichsten Glückwünsche für Sie, gnädige Frau, und natürlich auch für Sie, lieber Herr. Die Jagd nach den Papieren ist beendet. Sie haben auch die ergreifenden Worte des Herrn Standesbeamten gehört, der im Namen des Gesetzes Ihre Liebe als vollgültig, unabänderlich und grenzenlos bestätigen musste. Jetzt aber, jetzt, meine Herrschaften, jetzt steht Ihnen der Ernst des Lebens bevor. Es ist natürlich gar nicht so einfach, meine liebe gnädige Frau, gar nicht so einfach, einen Mann von früh bis abends oder vom Abend bis zur nächsten Früh tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang und hoffentlich sogar jahrzehntelang in Frieden zu ertragen. Verheiratet sein ist nämlich noch lange keine Kunst, aber glücklich verheiratet, das ist schon etwas. Sogar alles, sozusagen ein Kunststück. Ich flehe Sie an, meine Gnädigste, erobern Sie Ihren reizenden Mann jeden Tag neu. Machen Sie sich dazu immer hübsch, noch hübscher als gestern und vorgestern. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ehemann sagen, meine liebe gnädige Frau, Sie können so lange ruhig schlafen, wie Ihr Mann ruhig zuschaut, wie Sie sich die Strümpfe straffer ziehen. Und noch etwas. Ich plaudere dabei zwar etwas aus der Schule, ich tue es aber gern. Laufen Sie nicht mit Lockenwicklern herum, das haben die Männer nicht gern, auch wenn Sie mit zuckersüßer Miene das Gegenteil behaupten. Schimpfen Sie nicht, wenn wir die Zigarettenasche auf den Teppich streuen. Lächeln Sie gütig, auch wenn es Ihnen schwerfällt, wenn die Vorhänge verräuchert sind. Und dann soll er ruhig seinen Skat haben, soll er ruhig zu seinen Kegelbrüdern gehen. Er kommt zu Ihnen zurück. Er kommt schon. Er kommt ganz bestimmt. Denn Sie sind füreinander bestimmt. Überhaupt, wenn Ihr bestes Stück Fehler macht, verzeihen und nochmals verzeihen. Daraus besteht nämlich eine gute Ehe. Und glauben Sie mir, die Ehe, die glückliche Ehe, ist eine verdammt komplizierte und doch wunderbare Angelegenheit. Die größte Erfindung seit Menschengedenken. Mit tausend kleinen Schrauben, Einzelteilen, Tricks und Griffen. Es lohnt sich, liebe junge Ehefrau, Ihre Technik zu erlernen und die Maschinerie sorgfältig zu pflegen. Und bevor ich es vergesse. Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Mama. Guten Tag, mein Sohn. Wie geht es euch? Sehen Sie, meine liebe junge Ehefrau, die Schwiegermama ist da. Seien Sie zuckersüß zu Ihrer lieben Schwiegermutter. Sie ist bestimmt von allen Schwiegermüttern der ganzen Welt eine Ausnahme. Und wenn Sie meine Geheimtipps nicht vergessen, wird Ihre Ehe alle Stürme der Zeit wie eine einsame, aber starke Eiche aushalten können. Und darauf trinken wir eins, mein liebes, junges Hochzeitspaar. Das sollte übrigens öfter passieren, wissen Sie, so ganz unter sich, so wie damals, als Sie sich kennenlernten. Ja, mein Herr, das waren also Ihre Ratschläge für die junge Frau. Nun hören Sie mich gut an. Ja, Sie, der Herr Gemahl. Alles schön und gut, wir sollen uns hübsch machen. Noch hübscher als gestern und vorgestern. Ja, dann müssen Sie aber auch gestatten, dass Ihre Frau Gemahlin die Lohntüte bekommt, das Gehalt verteilt und dann dürfen Sie auch nicht böse sein, wenn sie auf der Kasse sitzt wie eine eifersüchtige Kluckhenne. Ja, Sie sind wirklich füreinander bestimmt. Aber rasieren müssen Sie sich doch jeden Tag, auch sonntags. Wir haben die rauen Männergesichter nicht gern, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Und ein bisschen Kölnisch Wasser schadet auch nicht. Ja, Sie können sich ruhig auch ein bisschen hübsch machen. Ja, sehen Sie, mein Herr, wir haben auch Wünsche. Ich weiß, dass die Versprechungen der Männer vor der Hochzeit danach nur sehr selten gehalten werden. Aber trotzdem würde ich Ihnen raten, bringen Sie doch manchmal Blumen nach Haus. Nicht nur zum Geburtstag. Erinnern Sie sich, wie piekfein und großzügig Sie waren, bevor Sie die junge Frau betören konnten und sie zum Standesbeamten schleppten. Genauso nett und großzügig müssen Sie Ihre Frau auch jetzt behandeln. Und wissen Sie, wenn es doch mal zu Differenzen kommt, wie zum Beispiel... Nein, das mache ich nicht mehr mit! Das kommt in den besten Familien vor, mein Herr. Scherben bringen Glück. Schneiden Sie also kein Gesicht. Und wenn die Tür knallt,
Dann ist Ihr Herr Gemahl nicht auf Sie böse, gnädige Frau. Nein, er bekam nur einen unangenehmen Brief vom Finanzamt. Und überhaupt, denken Sie daran, lieber Herr, wenn Sie Streitigkeiten haben, Sie müssen klein beigeben. Sie müssen alles entschuldigen und Sie müssen alles verstehen. Wer zuerst kommt, ist immer der Stärkere. Sie sollten daher nie mit Wut im Bauch zu Bett gehen. Und die Hauptsache, mein Herr, glauben Sie mir die Hauptsache, seien Sie zuckersüß zu Ihrer Schwiegermutter. Sie ist bestimmt eine Ausnahme. Tja, das ist es, was ich Ihnen sagen wollte. Wenn Sie meine Geheimtipps nicht vergessen, mein Herr, wird Ihre Ehe alle Stürme der Zeit wie eine einsame, aber starke Eiche aushalten können. Meine liebe frischgebackene Ehefrau und... Mein lieber frischgebackener Haushaltungsvorstand. Ihr neues Leben soll so temperamentvoll... Temperamentvoll, hat er gesagt, meine Herrschaften. Also Ihr neuer Lebensabschnitt soll so lustig, gut gelaunt und spritzig seinen Lauf nehmen, wie diese Musik, die wir Ihnen jetzt zu Füßen legen. Nehmen Sie Ihr Glas und Prost, meine Lieben. Prost.